WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 23. Dezember 1920. Die Uraufführung des Schauspiels Reigen von Arthur Schnitzler. Kommen Sie mal her, Marie. Bittchen? Na, näher. Ja, ich hab nur geglaubt. Was haben der junge Herr? Geglaubt. Hab ich nur wegen der Blusen. Was ist denn das für ein? Sie kommen es näher. Hm? Ja, weiß ja nicht. Was ist mit meiner Blusen? Gefällt sie dem jungen Herrn nicht? Blau? Das ist ganz ein schönes Blau. Sie sind sehr nett angezogen, Marie. Der junge Herr. Na, was ist denn? Sie wollen alle nur das eine. Die Männer in Arthur Schnitzlers Reigen sind auf den schnellen Sex aus. Die Frauen lassen sich, mal lustvoll, mal zaudernd, darauf ein. Wie das Stubenmädchen, mit dem sich der junge Herr einen langweiligen Nachmittag vertreibt. Komm da her. Da. Ja, so. So. Wenn wer läutet. Also jetzt hören Sie schon einmal auf. Macht man höchstens nicht. An Stellen wie dieser stehen im Text Gedankenstriche. Und auf der Bühne erlischt kurz das Licht. Wenn es wieder hell wird, folgt auf den Rausch die Ernüchterung. Donnerwetter, was der Kerl für einen Lärm macht. Am Ende hat er schon früher geläutet und wir haben es gar nicht gemerkt. Ui, ich hab alleweil aufgepasst. Also schauen Sie endlich nach. Durchs Guckerl. Herr Alfred, sind aber so schlimm. Bitte, Sie schauen Sie jetzt nach. Als der Wiener Autor Arthur Schnitzler im Winter 1896-97 den Reigen schreibt, ist er seiner Zeit um Lichtjahre voraus. Und weiß das nur zu gut. Schnitzler selbst hat ja mal notiert, etwas Unaufführbareres habe es noch nie gegeben. Er hatte natürlich Angst davor, dass das Stück missverstanden werden wird. Michael Scheffel, Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Bergischen Universität Wuppertal und einer der beiden Leiter des großen Editionsprojektes Arthur Schnitzler Digital. Das Skandalöse liegt in dem Gegenstand. Der Gegenstand ist ja nun mal schon der sexuelle Akt. Im Stück selbst geht es natürlich nicht darum, sondern es geht um das Vorher und das Nachher. Aber trotzdem umkreisen die Dialoge natürlich den Akt. Ein anderer Punkt ist, dass sich mit dem Stück ein massiver Tabubruch verbindet. Denn Schnitzler wagt noch mehr. Jede seiner Figuren vergnügt sich in der nächsten Szene mit einem oder einer anderen. Die Dirne treibt es mit dem Soldaten, der Soldat verführt das Stubenmädchen lässt sich vom jungen Herrn vernaschen, der junge Herr erobert die junge Ehefrau und so weiter die soziale Stufenleiter hinauf, bis der Graf wieder bei der Dirne landet. Der Reigen ist angelegt wie ein Rondo, wie ein Totentanz der Liebe, so hat man es auch manchmal genannt. Jeder Mann verkehrt mit zwei Frauen und jede Frau verkehrt mit zwei Männern. Das heißt, das Prinzip der Polygamie ist schon in die Struktur des Stückes eingeschrieben. Zunächst wollte der Autor das Stück auch gar nicht auf die Bühne bringen. Erst Max Reinhardt, der große Zauberer der Berliner Theater, kann ihn 1920 zur Freigabe überreden. Immerhin fast ein Vierteljahrhundert nach der Entstehung des Stücks. Wir sind in den 20er Jahren, wir sind in der Weimarer Republik, wir sind in der Zeit einer allgemeinen Entspannung. Und man kann es ja im Moment in Babylon Berlin auch nochmal im Film sehen, wie tolerant eigentlich und wie ja, libertinär oder wie offen die Zeit war. Und da hätte man wohl nicht mehr gedacht, dass ein Stück wegen erotischer Fragen einen solchen Skandal hervorruft. Doch am Abend vor der Uraufführung im kleinen Schauspielhaus erlässt das Berliner Landgericht III eine einstweilige Verfügung gegen den Reigen. Die Direktorin Gertrud Eisold setzt sich mutig darüber hinweg. Vor der eigentlichen Uraufführung trat Gertrud Eisold vor den Vorhang und hielt eine kleine, flammende Rede, dass man im Sinne der Freiheit der Kunst dem Verbot des Gerichtes nicht nachgeben wolle und das Stück trotzdem zur Aufführung bringen werde. So sieht das Berliner Publikum heute vor 100 Jahren zum ersten Mal jene 10 Dialoge, die zu einem der größten Skandale der Theatergeschichte werden sollen. Komm, mein schöner Engel. Willst du nicht mit mir kommen? Ah, ich bin der schöne Engel. Freilich, wer denn? Geh, komm zu mir. Ach, lass mich in Ruhe, Geld hab ich keins. Ich brauch kein Geld.
Zahlen tun wir die Zivilisten. So einer wie du kann sie immer umsonst bei mir haben. 10 Figuren formen den Reigen, als Typen stellvertretend für ihre soziale Schicht. Schnitzler benötigt nur wenige Sätze, um seine Protagonisten haargenau zu charakterisieren. Sprachlich hat Schnitzler das Stück, er war ja nun mal ein toller Dramatiker, brillant gestaltet, in dem Sinne, dass er die Figuren über die Sprache anschaulich werden lässt. Das gilt aber auch für die jeweiligen Rituale des Begehrens. Während der Soldat äußerst wortkarg bleibt, fällt die Verführung umso weitschweifiger aus, je höher stehender die Figur ist. Der junge Herr, der nach der schnellen Nummer mit dem Stubenmädchen die junge Ehefrau ins Bett seiner Absteige locken will, muss sich dafür mächtig ins Zeug legen. Wenn Sie sich schämen, hier zu sein, wenn ich Ihnen also gleichgültig bin, wenn Sie nicht fühlen, dass Sie für mich alle Seligkeit der Welt bedeuten, dann gehen Sie lieber. Ja, das werde ich auch tun. Ja, wenn Sie aber ahnen, dass ich ohne Sie nicht leben kann, dass ein Kuss auf Ihre Hand für mich mehr bedeutet als alle Zärtlichkeiten, die alle Frauen der ganzen Welt. Immer, ich bin nicht wie die anderen jungen Leute, die den Hof machen können. Mit bissigem Witz präsentiert Schnitzler all die Beschwörungsformeln und Phrasen, die besonders lächerlich wirken, wenn man weiß, dass jede Figur in der nächsten Szene das Objekt der Begierde leichtherzig austauschen wird. Aber alle wollen im Übrigen, und das gehört ja zum Spiel dazu, dass man sich spätestens hinterher versichert, dass man was Besonderes gewesen ist und dass dieser Akt immer auch als etwas Individuelles, was mit der eigenen Person zu tun hat und was möglicherweise sogar auch mit Liebe zu tun hat, inszeniert werden muss. Dass sich die Sehnsucht nach Nähe auf diese Weise nicht stillen, die innere Leere nicht füllen lässt, zeigt der Seelenforscher Schnitzler mit großer Klarheit. Hinter dem frivolen Ringelpiez lauert trostlose Kälte. Es geht nicht um Liebe, sondern um den kurzen Rausch, die geile Gier, um Eitelkeit und Langeweile, um Selbstbestätigung und das Benutzen des anderen. Also jetzt habe ich ein Verhältnis mit einer anständigen Frau. Die Frauen gehen bei diesem Spiel ein weitaus höheres Risiko ein. Nur die Dirne und die Schauspielerin können es sich leisten, selbst sexuell aktiv zu werden. Das süße Mädel oder die untreue Ehefrau werden schnell zur Gefallenen, von eben jenen Herren verachtet, die sich gerade mit ihnen vergnügt haben. So belehrt der Ehemann seine junge Gattin, von deren Verhältnis er natürlich nichts weiß, über das Unglück fremdgehender Frauen. Sie bezahlen das bisschen Glück, dieses bisschen Vergnügen. Warum Vergnügen? Wie kommst du darauf, das Vergnügen zu nennen? Nun, etwas muss es doch sein. Sonst täten sie es ja nicht. Nichts ist es. Ein Rausch. Ein Rausch? Nein, es ist nicht einmal ein Rausch. Wie immer teuer bezahlt. Das ist es gewiss. Ich habe die Empfindung, dass alle diese Frauen jung sterben. Vor allem in dieser Szene entlarvt Schnitzler die Verlogenheit, Heuchelei und Doppelmoral seiner Zeit. Dabei ist er selbst einer der fashionjungen Herren, die er beschreibt. 1862 als Sohn eines jüdischen Medizinprofessors geboren, wächst er in der kultivierten Atmosphäre des gehobenen Bürgertums auf. Weil es der Vater so will, wird er zunächst ebenfalls Arzt und wagt erst nach dessen Tod, seine literarische Arbeit in den Vordergrund zu rücken. 1895 hat er einen ersten großen Burgtheatererfolg mit seinem Stück Liebelei. Ein Jahr später beginnt er mit dem Reigen. Geschrieben habe ich den ganzen Winter über nichts als eine Szenenreihe, die vollkommen undruckbar ist. Literarisch auch nicht viel heißt. Aber nach ein paar hundert Jahren ausgegraben, einen Teil unserer Kultur eigentümlich beleuchten würde. Die flüchtigen Liebschaften kennt der 34-Jährige nur zu gut. Schnitzler ist ein notorischer Schürzenjäger, dem es vor jeder engeren Bindung graut. In diesem Winter hat er ein Verhältnis mit einer jungen Schauspielerin, die von ihm schwanger ist. Zugleich trifft er sich weiter mit seiner großen Liebe Mizi und riskiert ein Abenteuer mit einer verheirateten Frau. In sein Tagebuch notiert er einmal: Sag ich mir die Wahrheit, das Liebste wäre mir ein Harem und ich möchte weiter gar nicht gestört sein. Noch nicht sehr lange her ist seine aufreibende Affäre mit der Diva Adele Sandrock, die sich in der Szene zwischen Dichter und Schauspielerin widerspiegelt. Was bin ich denn für dich, wenn du jetzt an Fritz denkst? Du bist eine Laune. Gut, dass ich das weiß.
Alle Texte von Schnitzler sind irgendwie auch autobiografisch, aber das Entscheidende ist das Wörtchen irgendwie. Er hat sein Leben als Vorlage für viele literarische Texte genutzt und sicher trägt auch die Figur des Dichters in dem Reigen gewisse Züge von ihm selbst, aber das geht nie eins zu eins auf. Zunächst gibt Arthur Schnitzler den Reigen nur als Privatdruck heraus, für ausgewählte Freunde. Erst 1903 beschließt er, das Stück doch in einem Wiener Verlag zu veröffentlichen. Ein Skandal war es nicht direkt, aber es hat natürlich Aufsehen erregt. Und weil ja nun mal die alte Regel gilt, Sex sells, ist das schon so eine Art Bestseller dann geworden. Für die Bühne lässt er sein gewagtes Werk jedoch erst zu, als ihn Max Reinhardt darum bittet. Da wurde Schnitzler schwach, weil er den sehr bewundert hat und weil er immer wollte, dass endlich mal Max Reinhardt ein Stück von ihm inszeniert. Da Reinhardt Berlin jedoch kurz darauf verlässt, wird die Inszenierung von Hubert Reusch übernommen. Er bemüht sich um größte Diskretion. So darf der Reigen zunächst auch weiter gespielt werden, nachdem sich das Gericht von seiner Sittlichkeit überzeugt hat. Bei wenig später in München stattfindenden Aufführungen fliegen dagegen sofort Stinkbomben und faule Eier. In Wien muss eine Vorstellung im Februar nach Tumulten abgebrochen werden. Der Volkssturm berichtet hämisch: Volksstürmler voran drangen einige hundert in den Zuschauerraum, wo alles, was möglich war, Glasscheiben, Stühle und so weiter, zertrümmert und auf die anwesenden menschlichen Schweine, Schieber und Dirnen losgedroschen wurde. Viele wurden blutig geschlagen. Da ist es also schon zu pogromartigen Szenen gekommen. Man hat den Leuten ihre Kleider vom Leib gerissen und man hat sie aus dem Theater gejagt und dort Spießruten laufen lassen. Und da war ganz klar das Motiv antisemitisch. Schnitzler selbst soll in dieser Vorstellung anwesend gewesen sein, auch wenn er nicht erkannt wurde. Obwohl er schon bittere Erfahrungen mit dem Antisemitismus in Wien machen musste, hat er mit solchen Exzessen niemals gerechnet. Man hat eben von jüdischer Schweineliteratur, einem Angriff auf das christliche Abendland, einer Kulturschande und so weiter gesprochen. Und diese Vorgänge sind dann auch im Wiener Parlament besprochen worden, wobei das Wort besprochen nicht ganz richtig ist, denn auch hier gab es heftige Polemiken und sogar Prügeleien. In Berlin braut sich mit der Zeit ebenfalls ein Sturm zusammen. Auch hier benutzen völkische Verbände das Stück, um eine antisemitische Hetzkampagne loszutreten. Sie führt schließlich dazu, dass alle Mitwirkenden wegen unzüchtiger Handlungen vor Gericht gezerrt werden. Im November 1921 findet ein aufsehenerregender Prozess statt. Obwohl er mit dem Freispruch der Angeklagten endet, gibt Schnitzler resigniert auf. Unter den zahlreichen Affären meines Lebens ist es wohl diese letzte, in der Verlogenheit, Feigheit und Unverstand sich selbst übertroffen haben. Künftig lehnt er alle Aufführungsanfragen ab. Erst 1982, 50 Jahre nach seinem Tod, darf der Reigen wieder gezeigt werden. Für Michael Scheffel ist er bis heute aktuell. Wir haben auch gerade die MeToo-Debatte. Wir haben die Debatte, wie eben Männer mit Frauen, Frauen mit Männern umgehen. Und da hat jede Zeit ihre anderen Tabus. Aber strukturell haben sich die Dinge nur an der Oberfläche geändert. Schnitzler stellt aber die Frage nach der tiefen Struktur, so könnte man das sagen. Und diese Frage scheint mir unüberholt. Bei aller scharfsichtigen Analyse der Triebnatur lässt Schnitzler immer eine Sehnsucht durchschimmern, dass es doch so etwas wie Liebe geben könnte. Der Satz »Ich liebe dich« taucht bezeichnenderweise im Reigen nicht auf. Ironisch und melancholisch zugleich ist auch das Ende des Stücks, wenn der Graf den trüben Sex mit der Dirne bedauert. Es wäre doch schön gewesen, wenn ich sie nur auf die Augen geküsst hätte. Das wäre beinahe ein Abenteuer gewesen. Es war mir heute nicht bestimmt. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an die Uraufführung des Schauspiels Reigen von Arthur Schnitzler, die heute vor 100 Jahren in Berlin stattfand. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die erste Weihnachtsringsendung im Jahr 1940. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.